Decke Rhein-Lahn. Leben, arbeiten und genießen im Rhein-Lahn-Kreis. Mal wieder Lust auf einen richtig guten Gin aus Hirschberg? Ja, das Gute kann so naheliegen. Aus der 350-Seelen-Gemeinde bei Dietz an der Lahn kommt ein mittlerweile preisgekrönter Gin. Das regionale Produkt entstand aus einer guten Freundschaft und vielen gemeinsamen Unternehmungen. Ich bin dann irgendwann nach Köln gezogen, habe da eine Zeit lang gewohnt. Max hat mich dort immer besucht. Und zum Auftakt des Abends, wenn wir irgendwie was zusammen gemacht haben, haben wir halt eigentlich immer in einer Bar gestartet, wo es sehr gute klassische Gin Tonics gab, also eine große Auswahl. Und da haben wir eigentlich angefangen, uns mit Gin Tonic oder Gin zu befassen, sind da wirklich auf den Geschmack gekommen. Mit den gängigen Marken war man innerhalb recht kurzer Zeit nicht mehr zufrieden. Aus dem Grund haben wir uns dann so eine Mini-Distille gekauft, also eine kleine Kupferdistille, und haben dann angefangen, für uns selbst zu brennen. Das heißt, wenn wir uns getroffen haben, haben wir erstmal einen Testbrand gemacht, alles akribisch in ein Notizbuch aufgeschrieben, was am Rezept oder was wir, wie viele Botanicals und welcher Sorte wir zugegeben haben. Ja, und so kam es im Endeffekt, dass wir irgendwann an einem Punkt waren, wo wir gesagt haben, wow, das ist ein super Rezept, genau so muss für uns ein Gin schmecken. Das Ziel war klar. Was wir eigentlich immer haben wollten, waren schöner, süffiger, fruchtiger Gin mit schönen floralen Noten. Und das war eigentlich auch für uns am Anfang die größte Herausforderung, weil ein Großteil der Testbrände und Gins, die bei unseren Versuchen rausgekommen sind, waren halt eher so ein bisschen herber, kräftig und ja, man kann schon fast sagen seifig im Geschmack. Nach dieser intensiven Entwicklungsphase half auch der Zufall mit. Denn im Jahre 2016 siedelte sich die Familie in Hirschberg an. Wir haben circa 3-4 Jahre lang experimentiert, ja, mit Rezepten, bis wir dann schlussendlich 2016 sind meine Frau und ich nach Hirschberg gezogen. Und eben da ist unser unmittelbarer Nachbar, der Klaus Meckel. Und die haben eine Familienbrennerei schon seit dem 17. Jahrhundert. Also es geht das Gerücht um, dass der Schinderhannes damals seinen Korn dort gekauft hätte. Ob er ihn bezahlt hat, ist nicht überliefert, aber wir haben ja dementsprechend den Klaus Meckel angesprochen, ob er praktisch nach unserem Rezept für uns brennen wird. Hirschberg Gin wird seitdem in der kleinen Familienbrennerei Klaus Meckel in noch relativ geringer Stückzahl und in echter Handarbeit zubereitet. Aber die Beliebtheit der regionalen Spirituose steigt von Tag zu Tag in einem Maße, dass die ganze Sache schon bald in echte Arbeit ausarten wird. Wir sind mittlerweile an einem Punkt angekommen, insbesondere weil wir diverse Wettbewerbe gewonnen haben. Also unter anderem sind wir im letzten Jahr der beste Gin Deutschlands geworden. In diesem Jahr bei den praktisch Weltmeisterschaften des Gins, ja, bei den World Gin Awards, bester deutscher Gin international. Und vor dem Hintergrund ist natürlich auch die Nachfrage deutlich gestiegen. Der verstärkte Wunsch nach Qualität und Regionalität hilft Produkten wie dem Hirschberg Gin auf dem Erfolgsweg. Man merkt auch, dass die Leute sich viel mehr damit auch befassen, was sie im Glas haben, woher das kommt und womit man es kombinieren kann. Also es wird auch sehr gerne zu Hause experimentiert und geschaut, welche Geschmäcker kann man kombinieren. Das ist im Prinzip ja auch das, was uns dazu bewogen hat, sich mit dem Thema zu befassen. Und dadurch spielt es uns natürlich auch in die Hände. Hirschberg Gin ist bereits nach kurzer Zeit auf dem Markt angekommen. Anfragen aus den Supermärkten der Region zeigen den beiden Start-Uppern, dass ihr Produkt gefragt ist und beim Kunden bestens ankommt. Eine große Belohnung für eine anfangs so kleine Idee. Entdecke Rhein-Lahn. Leben, arbeiten und genießen im Rhein-Lahn-Kreis. In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Lahn.